Guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Das Spiel hat mich ja jetzt schon vor mehrere schwere Entscheidungen gestellt. Ich habe unter anderem ja Zivilisten erschossen, die schwer verletzt waren oder gerade im weißen Phosphor gestorben sind, damit sie nicht so viel leiden müssen und ich ihnen anders nicht helfen kann. Und deswegen werde ich heute noch eine schwere Entscheidung treffen und weiter Zivilisten sterben lassen, dafür aber Mr. Gould retten. Mr. Gould von der CIA, der mir hoffentlich helfen kann, das Ganze hier zu beenden. Darauf baue ich wirklich. Sonst würde ich ihn gar nicht retten. Und damit fangen wir jetzt gleich an. Ich werde versuchen, die Leute so schnell wie möglich zu erschießen, die ihn bedrohen. Und dann müssen wir ja nur noch überleben. Letztes Mal bin ich ja gestorben bei dem Versuch. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift... Ich glaube, ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver, um ihrem Partner Agent Riggs zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay. Der Nächste. Langsam. Wir müssen das clever angehen. Okay. Gould ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los! Nein, 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 nein! Scheiß drauf! Ich schalte ihn aus! Warte den Befehl ab! Du übernimmst den Rest. Ja, Sir! Immer noch schweigsam, Agent? Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her! Walker, hier drüben! Wir müssen die Zivilisten retten. Wie schon gesagt, ich denke nicht. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist... Bin unterwegs! Wir müssen Gould retten. Kontakt! Oh, jetzt hätte ich fast Gould noch erschossen. Ich glaube, das lief letztes Mal ein bisschen besser. Wenn man das überhaupt so sagen kann. So, ich werde mich zu Gould durchschlagen und da oben habe ich einen Sniper gesehen, den werde ich gleich versuchen abzuknallen. Denn ich glaube, letztes Mal bin ich wegen sowas Dämlichem gestorben. Du bist tot. Der schwingt sich runter. Sexy. Oh, heil ihn mal. Meine Fresse. So, und ich bleib jetzt tatsächlich bei Gould. Da war doch jemand. Da haben wir... Was? Gould hat's schlimm erwischt? Ja, der sitzt hier neben mir und blutet. Das ist doch alles, was er beiträgt im Moment. Na komm. So einer. Ja, hi. Oh. Jetzt muss ich irgendwas tun. Ich muss irgendwas tun. Nein! Geh in Deckung. Warum kann ich denn hier nicht in Deckung gehen? Ja. So, schauen wir mal im Tagebuch nach. Ich meine nicht im Tagebuch, sondern in den Optionen, wie man eine Granate wirft. Denn ich glaube, das ist der einzige Weg, wie ich den Kerl loswerde. Das hat man im Krieg nicht, die Option. Granate werfen ist Q. Okay. Also, zurück zur Welt. Nimm eine Granate! Nein! Okay, nächstes Mal. Und diesmal kriege ich die hoffentlich alle drei. Ja, ich habe sie alle drei gekriegt. Okay, runter. Dann hole ich mir wieder den Scharfschützen. Aber dann wechsle ich die Position. Du musst weg. Du musst auch weg. Jetzt hole ich mir den Kerl hinter dem Geschütz. Und dann hole ich meine Freunde. Dann komme ich zu meinen Freunden. Denen kann ich hier hoffentlich mehr helfen. Hey! Hör auf, auszuweichen, du Arschgeige! Mach doch mal den da tot, bitte. Da ist der Kerl. Nimm eine Granate, Kerl! Nimm noch eine Granate. Wie bringe ich den um? Wie bringe ich diesen Kerl um? Das ist ein Terminator, ist das ja.
haben freie Bahn zu Gult. Zuerst euch drei Spaßvögel. Tango erledigt! Dich und dich und dich. Der Scharfschütze ist noch nicht da. Da kommt er. Und da geht er. So, dann gehe ich zu Gult. Schieß den Kerl im Geschütz ab. Oder auch nicht. Das haben meine Kameraden schon erledigt. So, aber diesmal werde ich auf diesen Kerl aufpassen. Auf diesen Super Terminator. Da kommt er. Da kommt er. Nimm das. Und nimm das. Oh oh. Ich glaube, die Haftgranate flog nicht weit genug. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man die umbringt. Diese Terminator-Typen. Das merke ich gerade. Ist nicht unbedingt gut, wenn ich mir das so anschaue. Normalsterbliche sind kein Problem, aber der Kerl? Vielleicht muss ich in die Richtung gehen und mir eine Haftgranate holen. Vielleicht, also ich habe es ja schon einmal mit Haftgranaten geschafft, ihn zu besiegen. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben Wer ist hin? Wir müssen gut. So. Ich werde jetzt eine Haftgranate direkt da hinten hinwerfen. Haftgranate! Die machen uns hier fertig! Lauf zu Geek! Feuert auf den Kerl hinter den Sandsäcken! Er ist drauf für den scheiß Geek! Scheiße! So, und ich werde jetzt ein bisschen warten. Ich bin jetzt ein bisschen feige. Ich warte jetzt auf diesen Supermann. Ich warte auf eine Blitzgranate! Der stirbt doch jetzt, oder? An der Haftgranate. Oder an der Haftgranate. Oder an der Splittergranate. Ach komm. Schwerer Trooper, leg den um! Ich glaube, ich habe ihn erschossen. Ach du heilige Scheiße. Okay, okay, okay. Dann laufe ich mal zu Gult. Jetzt sieht es ja um einiges besser aus, oder? Komm, dich auch noch. Ich hoffe, das lohnt sich, Mr. Gult. Ich hoffe, du blutest mir hier nicht kaputt. Da vorne geht's weiter. Und ja, das Spiel ist gerade ein bisschen schwieriger geworden, habe ich so das Gefühl. Es fing ja sehr zahm an. Aber jetzt bin ich mit da. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich der offizielle Weg war, wie man diese Super Trooper umbringt. Oder ob ich da einfach nur, oder ob es da noch einen besseren Weg gibt, den ich einfach nur noch nicht weiß. Ach komm. Bedrohung eliminiert. Ja, beide tot. Ich muss dran denken, dass ich mich auch mal ducke dann. Ich habe keine Munition, ich habe keine Munition. Die Granate hat mich fast umgebracht. Hallo, Munitionskiste. Schon haben wir wieder Munition. Nicht viel, aber ein bisschen. 8 Schuss. Ich könnte auch noch, warte mal. Oh, hi. Gehen wir mal ein bisschen um die Ecke hier. Nein! Ich bin enttäuscht von mir selbst. So, der schwere Trooper ist wieder tot. Jetzt heißt es nur noch überleben. Nur noch, ja? Nur noch. Du musst weg. Da oben haben wir einen Scharfschützen. Den hole ich mir. Da fliegt sogar der Helm weg. Das finde ich doch gut. Und dich hole ich mir als nächstes. Und nein. Ja, jetzt habe ich wieder keine Munition. Ich glaube, ich habe das ein bisschen schlecht geplant, diesen ganzen kleinen Ausflug. Ich habe jetzt nur noch 4-5 Schuss mit der Desert Eagle. Und die Kerle haben Granaten! Das geht überhaupt nicht. Lass mich mal hier hin. Lugo, lass mich mal hier hin. Ich spiele jetzt sehr defensiv. Mach mal den da tot, bitte. Und jetzt mach bitte den da tot. Okay, gut, 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 gut. Ihr macht das ja super. Jetzt zieht auf den da. Hinter den Sandsäcken! Aushalten! Und ich bleib hier stehen und tu nichts. Ah, sehr gut. Granate, so muss das sein. Dann werf ich auch nochmal eine Granate. Oh oh. Hallo. Du bist tot. So, ich will deine Waffe. Jetzt bin ich doch wieder im Spiel hier. Richtig? Oh, gut.
Ich hab's geschafft. Unglaublich. Und das noch in dieser Folge. Was ist passiert? Die Atmung hat ausgesetzt. Der Sand. Du stirbst mir nicht, Mann. Du musst dich für deinen Scheiß verantworten. Komm schon. Ja, jetzt komm schon. Hör auf, Mann. Er ist tot. Ich glaube auch nicht, dass ich hier jemanden hätte retten können. Ich konnte ja kaum mich selbst retten in dem Kampf. Scheiße, was ist das? Eine Karte. Ich schätze Ghouls Einsatzplan. Vielleicht kann uns das ja helfen. Na und? Ghoul war sogar bereit dafür zu sterben, Lugo. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Hoffen wir es. Und ich brauche auf jeden Fall eine richtige Waffe, ja. Es ist vorbei. Ich werde keine Desert Eagle mitschleifen. Ich werde schön die M4 nehmen und die Scout. Das ist ein ganz gutes, eine ganz gute Kombination. Wir sind hier auf dem Präsentierteller, Walker. Okay, vorwärts. Bewegung. Hey, Präsentierteller ist voll okay. Wir haben schließlich nichts zu verstecken, oder? So, damit habe ich mit der Scout genug Munition. Joa. Okay. Laden wir lieber nochmal nach. Ja, was heißt genug Munition? Also ich könnte schon noch ein bisschen mehr Munition haben. Das wäre gar nicht mal schlecht. Aber für die M4 habe ich eine ganze Ecke an Munition. Dann suchen wir uns hier ein bisschen, oder suchen wir hier ein bisschen nach Zeug. Oh, ein Basketball. Wie schön. Ich glaube, das ist das erste Schöne, was ich hier gesehen habe. Ein Basketball. So, aber ich weiß ja vom Menü, dass ich noch eine Geheiminformation hier finden kann. Da sind die toten Zivilisten. Sorry, ich konnte euch hier nicht retten. Wir sind ja selbst nur so mit dem Leben davon gekommen. Und ich finde keine Munition und auch keine Geheiminformation, wenn ich hier mich hier so umschaue. Das ist ein bisschen schade. Und beim Laufen wird mir auch ein bisschen übel. Ja, ja. Erste Weltprobleme. Während hier die Leute im Sand verrecken, ärgere ich mich darüber, dass mein Computerspiel mir ein bisschen Übelkeit gibt. So, dann mach mal die Tür auf, bitte. Yeah! 1000-mal geübt. Der hat eine Para in den Finger. Also der kann ordentlich Feuerschutz geben, wenn es gleich drauf ankommt. Und es wird wahrscheinlich gleich drauf ankommen. Es würde mich ja sehr wundern, wenn nicht. Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Ghoult. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Reg dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Ghoult vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich will gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf! Hä? Schluss jetzt! Aufhören, alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo? Ja, Sir. Gut. Also dann weiter. Gut. Weiter, weiter. Und vertragt euch bitte. Mein Leben hängt davon ab. Das wäre nämlich noch, das bräuchten wir überhaupt nicht. Unstimmigkeiten im Team. Ich habe mich schon an meine zwei Teamkameraden gewöhnt. Die sind sehr wertvoll. Vor allem, wenn ich gerade mal keine Munition haben sollte, was ja dank meiner übermäßig tollen Planung manchmal vorkommt. Ich bin gespannt, wo wir jetzt reingehen. Sah ja aus wie so eine Art Kaufhaus. Mit diesem Mannequin, mit dieser Puppe. Und wieso spiegelt dieser Boden so? Das Gate direkt vor uns. Männer der 33. Tief bestürzt berichte ich, dass dieser sinnlose Krieg noch mehr Brüder das Leben gekostet hat. Doch fasst euch! Denn durch ihr Opfer haben sie Agent Ghoult, diesen miesen Schurken, direkt in die Hölle geschickt. Drum lasst den Mut nicht sinken. Agent Riggs und die Männer der Delta Force, sie sind die Nächsten. Ach ja, jetzt sind wir der große Böse. Na gut, mal sehen, ob er uns auch umbringen kann. Ich habe schließlich den Quick-Save-Knopf. Beziehungsweise das Autosave. Oh, da wechseln wir mal auf die Scout. Das könnte ein guter Moment sein, ein paar Leute wegzusnipern.
Das muss dieses Gate sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Bin dabei. Und sei leise dabei. Das wäre cool. Schlaf gut, Wichser. Okay, Logo. Wer ist unser Gegner? Eine Armee. Grob geschätzt. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Was zum Teufel war das gerade? Das ist oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht tun. Wir haben vielleicht keine Wahl, Logo. Man hat immer eine Wahl. Nein. Haben wir nicht. Oh. Also da bin ich mal nicht der, der die harte Entscheidung trifft. Da ist der Computerspieler oder der du Computer. Du ziehst, Walker. Wir feuern. Was? Ich ziele, wir feuern? Was soll das bedeuten? Muss ich auch zu dem Teil hier hinrennen? Ach so, das ist der Computer. Und damit setze ich dann diesen Mörser ein. Chrisman, wo stecken Sie? Der wird vermisst. Das ist nicht gut. Also, fange ich jetzt an? Meine Fresse, sind das auch viele. Los, Mann, Beeilung, verdammt. Warte mal, ich will ranzoomen. Okay. Es sieht aber so aus, als wäre das alles Militär. Und... Okay, hier stimmt was nicht. Naja, mach mal. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Da oben, auf dem Balkon. Da, Eindringlinge. Bitte Kamera sehen. Online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir wären dann soweit. Feuer! Feuer! Du musst die RPGs ausschalten! Was muss ich tun? Ach du heilige Scheiße, was ist das denn hier? Okay, die rechte Maustaste zoomt, die linke feuert. Ich bin nicht begeistert davon, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch anscheinend überhaupt gar... Ach doch, mit WASD habe ich eine Kontrolle, wohin ich schieße. Ah ja, dann schießen wir also auf die roten Dinger. Ich verstehe. Warte mal, ich kann niemanden ausschalten, da oben gar nicht. Und ich kann auch mein Spiegelbild sehen. So, nach unten. Feuer. Na komm. Feuer auf mein Ziel. Bereit, also Lugo scheint damit absolut überhaupt nicht glücklich zu sein, mit meinem Befehl hier dieses weiße Phosphorzeug einzusetzen. Aber es sind Soldaten. Die sterben zwar einen grausamen Tod, aber ich glaube, das hätten wir alleine nicht geschafft. Oh, da unten. Oh. Keiner okay. Rührt sich mehr. Ich glaube, ich habe gerade das Gefangenenlager getroffen. Das war's. Und ich habe gerade alle Zivilisten umgebracht. Los, runter da. Ich will beim Gate sein, bevor Verstärkung anrückt. Und das habe ich echt gemacht, weil ich zu schnell und zu unsicher war und nicht darauf geachtet habe, wo ich hinschieße. Das war jetzt nicht irgendwie Absicht oder so. Auch wenn es vielleicht so aussah. Aber das Feuer ist von der Brücke runter auf die Zivilisten gerollt. Und damit habe ich jetzt wahrscheinlich genau das gleiche getan, was alle Leute hier in Dubai getan haben. Die Leute, die ich vorher verurteilt habe mit dem weißen Phosphor. Jetzt habe ich dieselbe Massenvernichtungswaffe eingesetzt wie die. Na toll. Und wahrscheinlich hätte ich das, wenn ich es besser gemacht hätte, verhindern können? Warum tut dieses Spiel sowas mit mir? Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Ich denke, wir seilen uns der ersten nächste Folge ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.